Mit der Isa in Plattling ist es in etwa so wie mit Hunden. Die einen lieben sie und wollen mit ihnen die Freizeit genießen, die anderen haben Angst vor ihnen. Die Stadt Plattling hat sich in Bezug auf die Isa als Hundefreund herausgestellt. Denn die Isarauen sollen ein wahres Freizeitparadies werden. Es ist eben die ganz große Chance, hier ganz nah an der Stadt ein echtes Naherholungsgebiet mit zu erzeugen. Da hat man schon viele Ansätze, die jetzt weiter zu entwickeln, auch zur vollen Blüte zu bringen, ist ja die Überlegung. Und damit kann man die Lebensqualität in dieser Stadt, die bisher vor allem von Arbeitsplätzen und auch von toller Kultur geprägt ist, noch ein Stück erweitern. Auch die Kollegin des Kultusstaatssekretärs, Umweltstaatssekretärin Melanie Hummel, zeigte sich vor kurzem bei einer Ortsbesichtigung von den Renaturierungsmaßnahmen begeistert. Da tut sich ja einiges. Zuerst wurde an der rechten Uferseite einiges getan, um eben auch die Strömungen in der Isar etwas zu verändern, sodass die Fische die Möglichkeiten haben zu laichen. Und jetzt wurde auf der anderen Isarseite eben auch nochmal einiges renaturiert, sodass die Menschen auch näher an die Isar ran können. Im Rahmen der Renaturierung soll nach dem Wunsch von Plattlings Bürgermeister Erich Schmid auch der Isar-Radweg verschönert werden. Für die Surfer und Sportler an der Isarwelle ist sogar ein Vereinsheim inklusive Toilettenanlagen geplant. Auf der linken Seite, wo wir heute vor allem waren, da ist es eben noch einiges zu tun. Es ist zwar direkt an der Isar die Renaturierung schon gut abgeschlossen, innerhalb von 2,5 Monaten jetzt geworden, aber gleichzeitig möchte man ja sozusagen die sogenannte kleine Isar noch bauen und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Diese kleine Isar hat es allerdings in sich. Sie birgt die höchste Hochwassergefahr. Kein Wunder also, wenn so manch Plattlinger Bürger den Plänen skeptisch gegenübersteht. Vor allem, da mit der Gestaltung der zweiten Uferseite erst nach Erhalt des Planfeststellungsbescheids zur Stützkraftstufe Pielwalks begonnen werden kann. Ob jetzt hier das Sprichwort Hunde, die bellen, beißen nicht oder stille Wasser sind tief gilt, kann wahrscheinlich kein Politiker vorhersagen.